Ahoi Kapitän und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships. Diesmal in der Bayern, dem deutschen Schlachtschiff Tier 6 im Herrschaftsmodus. Ja, die Bayern ist für mich so das erste deutsche Schlachtschiff, das auch mit der Secondary ordentlich austeilen kann. Hier dieses eingebaute Verbrauchsmaterial und jetzt hier auch die Verbesserung. Wer sich's angucken will, immer auf die Pause-Taste drücken. Hier jetzt der Kapitän, das ist meiner von der Bismarck, ein 19er, voll und ganz auf Secondary geskillt und auch auf Tarnung, finde ich ganz wichtig. Tja, und hier ist das Matchmaking und ich wollte so schön den britischen 5ern und 6ern einheizen und was passiert? Wir kommen in ein 6er, 8er Match. Naja gut, also dann haben wir es mit einer Bismarck, einer Nagato, einer Queen Elizabeth, einer Bayern und einer Fuso auf der Gegenseite zu tun. Dazu dann auch noch eine Edinburgh, eine Kutuzov, eine Fidschi, eine Algerie. Ja, also alles, was man als derjenige, der eigentlich Top-Tier sein wollte, haben will. Na gut, jetzt sind wir also hier der Kleine in diesem Match und müssen das Beste draus machen. Ist natürlich wirklich nicht so ganz einfach. Aber die Bayern hat natürlich ganz ordentliche Kanonen. Also wir haben 380er ganz drauf. Und damit können wir auch auf dem 8er Tier ganz ordentlich austeilen. Aber natürlich nicht ganz so wie gegen jetzt 5er oder 6er. Aber es ist wie es ist. Und Matchmaking ist Matchmaking. Hier wird gespielt, was kommt. Und dann müssen wir einfach gucken, dass wir, wie gesagt, das Beste draus machen. Und für unser Team hier möglichst so wirken, dass wir am Ende dann doch noch irgendwie die Nase vorne haben werden. Na, wir werden sehen. So, die Fubuki fährt hier jetzt vor. Das ist schon mal sehr schön. Ist natürlich auch klar, ist nun mal schneller als wir. Und naja, wir müssen mal gucken. So, hier unsere Miyoko. Der hat uns gesehen. Kann man an den Türmen ganz gut sehen. Weil der richtet sie gerade auf uns. Auch da vielleicht nochmal der Tipp. Die kann man natürlich schon dahin ausrichten, wo später der Feind zu erwarten ist. Ich glaube nicht, dass der da hinschießen will, wo er hin zielt. Sondern man kann einfach auf die rechte Maustaste klicken und kann sich dann frei umsehen. Das heißt also, die Türme kann man auf die, von ihm aus gesehen, jetzt rechte Seite drehen. Rechte Maustaste klicken. Und dann kann man sich frei umsehen und die Türme drehen immer noch in die Richtung, in die sie drehen sollen. Nur mal so nebenbei, weil das spart unheimlich viel Zeit, gerade wenn man auch in einem Schiff sitzt, das eine sehr langsame Turmdrehung hat. So, dann wollen wir mal gucken. Da ist die Mars schon im Cap. So, mal warten. Der wird ja irgendwas tun. Ja gut, er dreht ein, also kriegt er jetzt die Salve. Und jetzt ist er weg. Ja, aber getroffen haben wir ihn. 3270. Das tut einem Zerstörer immer weh. So, jetzt haben wir hier eine Shinonome noch. Da werden wir gleich mal als Ziel ausrufen. Oh, da gab es ganz kurz eine Kutuzov zu sehen. Das ist natürlich jetzt eine ganz böse Konstellation. Also eine Kutuzov mit einem spottenden DD voran. Da ist auch ein 8er Schlachtschiff böse dran. Und wir, naja, dann müssen wir gucken. Aber wir haben ja eine ordentliche Secondary. Der ist auch schon markiert, aber der bleibt da hinter dieser Insel. Kann man auf der Minimap immer sehr gut sehen. Da kommen wir nicht ran. So, jetzt ist da auch noch eine Algerie, aber die ist sehr weit weg. Ja gut, 17 Kilometer. Das ist noch nicht so das, was wir uns als Ziel hier wünschen. Deswegen fahren wir auch schön weiter nach vorne. Weil ran an den Feind bedeutet hier, Kutuzov. Ah ja, das ist hervorragend. Ja, jetzt nebelt er, okay. Aber da kriegt er vorher nochmal in den Nebel, da wo er steht, Einzelfeuer. Damit das möglichst gerade bleibt, auf einer Linie bleibt. Und, naja gut, gab auch nochmal 3,5. So, jetzt sind wir aber von 3 hier gleich als Ziel aufgemacht. Jetzt werden wir mal doch lieber abdrehen. Aber wie gesagt, eine Kutuzov dort im Nebel und dann Spotter, das ist gar nicht gut. So, und jetzt sieht man auch, warum der Tarnungsmeister durchaus Sinn macht, weil jetzt sind wir eben nicht mehr entdeckt. Also, ansonsten wären wir jetzt hier ein dankbares Ziel für die Kutuzov.
Aber wir werden mal sehen, wo die Schüsse herkommen. Da kommen sie her und dann hauen wir doch mal in den Nebel und sofort sind wir natürlich wieder entdeckt. Ah, da hat es auch ein bisschen was für die Kutusow gegeben. Ein Treffer. Hat er schon mal 4000 weniger. So, weiterhin hier ein bisschen Abstand bekommen. Wobei wir den Kutusow nicht wirklich wegfahren können. Der hat eine extreme Reichweite. Also jetzt als Sechser ist das natürlich ganz, ganz böse. Aber auf 8 braucht er die, weil er natürlich auch mal gegen 10er kommen kann. So, da sehen wir unseren Miyoko wieder. Und da ist jetzt eine Fuso. Und dann werden wir jetzt mal nicht blind in den Nebel schießen, sondern auf ein Ziel, das da ist. 15 Kilometer Fuso. Ja, da wäre ich jetzt natürlich gerne noch ein bisschen näher dran. Aber okay, ein bisschen über 6000. Nehmen wir erstmal mit. So, also wieder eindrehen. Und ran da. Oh, da geht die Shinonome wieder auf. So, wir haben gleich nachgeladen. Ja, als Ziel sofort ansagen und jetzt weit genug vorhalten. Ah, jetzt geht der aus, aber unsere Salve ist unterwegs. Jo, vernichtender Schlag, Shinonome raus. Sehr schön. So, jetzt haben die anderen keine Zerstörer mehr. Wir haben noch zwei. Wir haben zwei Kreuzer verloren, sind vorne. Und da geht die Kutusow auf. So, jetzt haben wir gleich wieder nachgeladen. Ja, können wir weit genug vorhalten, ein bisschen höher. Ah, jetzt dreht er ein und noch ein bisschen weit vorne, aber na gut. Ju, und ein auf die Zitadelle, 15.000. Da freue ich mich drüber und die Kutusow mit Sicherheit nicht. So. Ja, der wird schon wieder langsam. Der will da schon wieder nebeln, befürchte ich. So, schnell. Ja, genau. Ich wollte sagen, schnell noch nachladen. Aber jetzt ist der auch nicht mehr zu sehen. Also, okay, dann nehmen wir uns jetzt hier die Fuso wieder. Ja, gut, 4-3. Ja, und da sieht man hinten schon den Nebel. Da ist die Kutusow wieder im Nebel verschwunden und teilt wieder ordentlich HE aus. Ah, da war er noch ganz kurz. Aber zu kurz, um wirklich anzuvisieren. Wir bleiben an der Fuso dran. Weil wenn der weg ist, hat die Kutusow keinen Spotter mehr. Ja, natürlich setzt er uns jetzt nochmal in Brand. Jo, und da ist die Fuso raus. Und wir sind nicht mehr gespottet und könnten jetzt löschen. Aber wir werden einfach heilen. Den Brand, den lassen wir ticken. Für den Fall, dass wir doch nochmal aufgehen sollten und wir dann zwei Brände oder möglicherweise sogar drei Brände kriegen. Also den Joker, den lassen wir mal lieber stecken. So, da kommt das her. Also nochmal wieder in die Richtung. Damage Counter, was sagt er? Naja, ein Tausender. Okay. Haben und nicht haben. Jeder Tausender tut der Kutusow weh, wenn er sie ihm verliert. So, Artago hat da ihre Torps in Nebel gesetzt. Gucken, ob da irgendwas kommt. Ob wir irgendwie sehen, wo er nicht ist. Ah, oh, und da hat die Artago die Kutusow rausgenommen. Sehr schön. So, wir haben aber inzwischen zwei Schlachtschiffe verloren. Die anderen aber auch ein Kreuzer und ein Schlachtschiff. Das heißt, wir sind ein Schiff vorne. Wir sind von den Punkten her vorne. Und cappen gerade C. Jo, haben drei Caps. Das ist doch sehr schön. Das sieht super aus. Jetzt müssen wir bloß sehen, dass wir hier ein bisschen weiter rankommen. Weil wir sind natürlich, dadurch, dass wir diese Kutusow da zweimal ausweichen mussten, relativ weit zurückgefallen. Aber naja, die Bayern ist ja ein schnelles Schiff. Leider nicht gegen Tier 8er. Aber es geht gegen eine andere Bayern, also insofern müssen wir bloß sehen. Und der dreht jetzt ein, das heißt also jetzt machen wir auf den tatsächlich auch Kilometer gut. Ja, da ist er auch schon in Reichweite. So, wenn wir aber auch wieder das Schiff komplett drehen, um eine volle Salve abfeuern zu können, dann werden wir zwar auch langsamer, so weit genug vorhalten und auf die Bayern. Nein, aber es macht eigentlich aus meiner Sicht keinen Sinn jetzt zu sagen, gut,
wir schießen nur mit den vorderen Türmen und sehen zu, ranzukommen. Nee, wir wollen ja auch Schaden machen. Ja, mal gut. 3,5 nehmen wir mit. So. Da gibt es ein munteres Hin und Her offensichtlich. Also wir haben inzwischen 3 Schlachtschiffe verloren, 2 Kreuzer. Die anderen 3 Zerstörer, 1 Kreuzer, 2 Schlachtschiffe. Wir sind immer noch vorne. So, da kriegt die Bayern jetzt von uns hier auch nochmal ein... Ja. Einen zerbröselten. Das war nun gar nichts. Na gut. Immer näher ran. Bedeutet natürlich auch dann treffen. Und hier sieht man schon wieder, schon sind wir wieder aus. Also so sind wir kein Ziel und das ist immer eine gute Sache. So. Schön vorhalten, bisschen höher angehalten, weil der ja leicht von uns wegfährt. Und ja, gut, 8,5. Das tut jetzt der Bayern weh. Oh, da hat sie auch nochmal eingefangen. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. So. Die anderen haben aber jetzt auch 2 Caps. Wir haben 2 Caps. So, weit genug vorhalten. Der ist ja richtig schnell unterwegs. Na, die Salve bleibt schön eng zusammen. Na komm, ist ja auch nicht mehr viel. Yo, und da ist die Bayern für 1577 raus. Gut. Sofort einlenken und ran da. Und zwar möglichst so, da ist ja diese kleine Lücke in diesen Felsen, also in der Insel. Und diese Fiji ist ja gut zu sehen, der ist zwar noch weit weg, aber da irgendwo muss er kommen und da können wir auch durchschießen. So, das heißt, wir müssen jetzt einfach mal hier so im Auge behalten, ob wir da rankommen oder nicht. Ja, ist weit weg. Aber inzwischen ist es 4 gegen 4. Wir sind immer noch vorne, aber die anderen cappen jetzt C. Ich weiß auch nicht, was unsere Fubuki da macht, warum der sich da hinter der Insel versteckt, statt direkt ins Cap zu fahren. Das ist alles Zeit. Das kostet uns Zeit. Und die anderen werden jetzt definitiv an uns vorbeigehen, weil sie einfach mehr Punkte machen. Denn in B, ja, da ist jetzt die Fiji und capt auch B. Und jetzt sind sie auch schon vorbei. Und bis wir jetzt A gecapt haben, sind die richtig in Front. So, da ist die Fiji. Der ist da hinter dieser Insel. Da kommen wir jetzt genau durch und genau drüber, hoffe ich. Na, naja gut, ein Treffer immerhin. Basis verteidigt. Also dauert es noch einen Moment, bis sie B haben. Aber wir werden das hier von dieser Position aus nicht mehr verteidigen können. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir da rankommen. Und wir werden also auch gar nicht erst in A reinfahren, sondern gleich einlenken jetzt Richtung B, beziehungsweise BC, da diese Ecke. So, und immer die Minimap im Auge behalten, denn da geht jetzt gerade die Bismarck auf. Ja, nun sind wir entdeckt. Okay, dann können wir auch schießen. Warum auch immer wir entdeckt sind, vermutlich macht uns... Na, kann man auf der Minimap sehen. Dann macht uns der BB in... Ne, die Nagato macht uns auf. Also, sofort eindrehen, weil diese Bismarck wird wahrscheinlich zurückschießen wollen. Ja, und da kommt auch schon was. Und sofort tut es natürlich ein bisschen weh, aber das geht noch. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier, wir sind ja wieder nicht entdeckt, dass wir jetzt schießen und dann auch so fahren, nämlich weiter auf die Insel zu, dass die Bismarck da über diese Insel nicht rüberschießen kann. Jo, da hat es nochmal ein bisschen was auf die Bismarck gegeben. So, 8000, das war ja schon ganz ordentlich. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unsere Verbündeten unterstützen, weil wir sind plötzlich doch ordentlich hinten. So, die Nagato... Gleich für die Secondary markiert. So, jetzt werden wir hier durch einen Flieger aufgemacht. Das ist natürlich auch nicht so toll. Eine rückwärtsfahrende Atago. Naja. So, komm. Wir sind von 2 erfasst. Ja, ist klar. Einer wird die Nagato sein. So.
Ja, und da kommt auch schon was. Und wir antworten natürlich auch gleich. Oh ja, da. Hauptturm werden wir reparieren. Wir brauchen jetzt hier jedes Geschütz. Und da kommt was aus dem Nebel. Gleich eindrehen. Bloß keine Breitseite zeigen. Weil das tut sonst auch richtig weh. So, die Nagato. Wir sind gleich wieder so weit. Ja, da kommen wir aber nicht ran. Aber da geht die Edinburgh auf. Okay, dann ist auch klar, was da ausgeteilt hat. So, und mal schauen. Oh, jetzt dreht der weg. Schade. Naja gut, gibt noch 3,5. Und unsere Atago ist raus. Ah, die Fidschi die Atago rausgenommen. Ja, nun ist natürlich böse. Jetzt sind wir fast 250 Punkte hinten. Unser Zerstörer ist in C und capped. So, und wir müssen natürlich immer auf die Minimap gucken und sehen, dass wir dieser Bismarck aus dem Weg gehen. So, die Fidschi. Hoffentlich kommen wir da jetzt vernünftig ran. Unsere Amagi geht jetzt da gegen die Nagato. Da, oh, noch nö, 2x1090 auf die Fidschi. So, wir werden jetzt hier ranfahren, um mit der Secondary diese Nagato mit zu bespielen. Oh, und jetzt hat die Fidschi unsere Amagi rausgetorbt. Gut, also wir werden jetzt hier auf diese Nagato direkt drauf zufahren. Das, was da jetzt kommt, ist Secondary, weil der muss seine Türme woanders haben. Hat er auch. So, und unterhalb der Türme sitzt die Zitadelle. Da werden wir hinhalten und 2 Zitadellentreffer und Nagato ist weg. So, und jetzt fahren wir natürlich hier auch noch weiter rein, weil wir müssen sehen, dass wir dieser Bismarck ausweichen. Und außerdem ist jetzt hier, ja, da kommt auch schon was von der Bismarck und schon wieder tut's weh. Also da lieber gegen Edinburgh und Fidschi als gegen die Bismarck. So, und unser Zerstörer schafft es offensichtlich nicht, C zu cappen. Oh Mann, was macht denn der da? So, die Edinburgh. Wir haben, ja, jetzt so von der Seite ist... Ah. So, na komm. Secondary arbeitet. Der nebelt. Ja gut, dann kriegt er jetzt aber doch. Aber ein bisschen höher, dass wir nicht den Bug treffen, sondern oben rein. Jo, und da gibt es den Unterstützer. Und die Edinburgh ist raus und die Krake ist freigelassen. Ja, nun müssen wir gucken. Hoffentlich ist jetzt diese Fubuki da schlau genug. Weil das, was er bis jetzt gemacht hat, war nicht ganz so schlau. So, Fidschi. Komm, 5 Sekunden. Lad nach, lad nach, lad nach. Und der dreht auch weg. Jetzt müssen wir da einfach mal ins Gerade, also aufs Geradewohl hinaus. Und ja, die Bismarck. Wieder nur so ein Abpraller auf die Fidschi. So, wir müssen sehen, dass wir jetzt hier hinter diese Insel kommen, um dieser Bismarck aus dem Weg zu gehen. Wir müssen diese Bismarck irgendwie aus dem Spiel nehmen, aber so, dass der eben nicht auf uns wirken kann. Weil eine Salve, eine gute Salve und das tut richtig weh. So, 2 heißt, der kann uns auch sehen und der kann uns auch anziehen. Und jetzt müssen, da kommt es auch schon. Ja, schnell noch absetzen. Jo, und da gibt es dann richtig einen von der Bismarck. Na gut, von unserer Seite gibt es auch nochmal 11.000. Und einen haben wir noch im Rohr, den schicken wir auch nochmal hinterher. Und jetzt sind wir hier auch wieder verborgen. Ja, was ist das denn für eine Ansage im Chat? Cover yourself. Ja klar, ich schmeiß jetzt meinen Nebel und sorg dafür, dass mich keiner mehr sieht. Vielen Dank. So, also, die anderen haben 960 Punkte. Es gibt nur noch eine Chance. Ich muss die Fidschi kriegen und diese Fubuki muss jetzt sehen, dass sie die Bismarck rausnimmt. So, da ist Nebel. Und da kommen Geschosse. Dann muss da die Fidschi. Da ist die Fidschi. So, weit genug vorhalten. Volle Breitseite auf die Fidschi und das sieht gar nicht schlecht aus. Jo, einer auf die Zitadelle, Großkaliber, aber es bleiben 1600 stehen. Oh nee! So, hoffentlich schleicht sich die Fubuki da vernünftig an. 988. So, wir bremsen jetzt hier ab und die nächste Salve nimmt diese Fidschi raus. So, komm und nein, bei null ist Schluss, weil die Bismarck dann die Fubuki doch rausgenommen hat. Na gut, 148.463 Schaden bei 4 Zitadellentreffern, einer verteidigten Basis, 5 Schiffe zerstört, 56 Zieltreffer, 9 Zieltreffer mit der Secondary. Wir haben vernichtenden Schlag, Unterstützer Dreadnought,
Die Krake haben wir freigelassen und den Großkaliber haben wir bekommen und trotzdem hat es nicht gereicht. In der Teamwertung mit 1561 als Verlierer ist doch als Sechser schon ein ganz ordentliches Ergebnis. Erster, ja. Nagato versenkt, Bayern versenkt, Fuso versenkt, Edinburgh versenkt, Shinonome versenkt, Kutuzov 26.000 abgenommen, Bismarck 20.000 abgenommen und der Fiji leider 1.600 zu wenig abgenommen, nämlich nur 14.000. Aber trotzdem eine interessante und schöne Runde fand ich. Wenn sie dir auch gefallen hat, gib dem Video doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Schreib doch mal in die Kommentare, ob du die deutschen oder die britischen Schlachtschiffe besser findest. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.